Das für uns wesentlichste Betriebsrisiko 2023 sind hohe Energiekosten. Es wird nahezu niemanden überraschen, dass wir dieses Thema ausgewählt haben, weil der Fokus inzwischen sich ein Stück weit verschoben hat, weg von Energiesicherheit hin zu Energiekosten. Und warum wollen wir Energiekosten so stark in den Vordergrund heben? Weil wir der Ansicht sind, dass sich die grundlegende Struktur unserer Energieversorgung verändert hat und damit auch die Kostenstruktur langfristig verändern wird. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eben keinen Zugang mehr haben zu günstigem Gas, was wir über Pipelines aus Russland beziehen, sondern zukünftig von Flüssiggas abhängig sind, was auf dem Weltmarkt höhere Preise hält. Trotz dieses hohen Kostendrucks und dieses langfristig höheren Kostendrucks, der viele Unternehmen schmerzen wird und stark belastet, sehen wir gleichzeitig eine Entwicklung, dass die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft trotz aktueller Rückschläge sich eher beschleunigen wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass aus dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern inzwischen ein Sicherheitsthema geworden ist und es nicht mehr allein aus der Perspektive des Klimawandels und tatsächlich des Aufhaltens des Klimawandels diskutiert wird. Das mag Sie jetzt nicht überraschen, aber warum wir darauf nochmal so speziell hinweisen möchten, ist, dass wir nicht nur aktuell hohe Energiepreise sehen, sondern dass diese strukturell höher bleiben werden, weil der Bezug von Energie, gerade von Gas, sich nachhaltig ändern wird. Wir werden nicht in die Zeit vor 2022 zurückgehen. Das heißt, strukturell sind die Kosten höher, damit muss man umgehen. Und wir wissen, dass viele Unternehmen aufgrund des Drucks, den sie in diesem Bereich erleben, sich sehr genau überlegen, ob sie weiterhin beispielsweise in Deutschland produzieren können und in andere Länder gehen. An der Stelle möchten wir lediglich einen Gedanken mitgeben. Wenn man Risiken auf diese Art und Weise mitigiert, muss man sich gleichzeitig mit den Risiken befassen, die man gegebenenfalls in anderen Kontexten erleben kann oder denen man dort ausgesetzt ist. Gleichzeitig sehen wir langfristig die Chance, dass aufgrund des gestiegenen Kostendrucks und des bleibenden Kostendrucks natürlich im Ausstieg aus fossilen Energieträgern die Möglichkeit besteht, auch Kostenstrukturen langfristig nachhaltiger aufzustellen. Was unserer Ansicht nach dabei helfen wird, ist, dass sich die Perspektive auf die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft verändert hat. Haben wir lange darauf geschaut, als die einzig mögliche Antwort, um dem vom Menschen gemachten Klimawandel Herr zu werden, ist es jetzt ein Thema der Sicherheit. Und insofern gehen wir davon aus, dass aus dieser Perspektive wir eher eine Beschleunigung hin zur Dekarbonisierung bekommen und der Ausbau von erneuerbaren Energien mit größerem Nachdruck in 2023 und danach vonstatten gehen wird. Uns ist klar, dass für viele Unternehmen die aktuell hohen Energiepreise eine Zumutung sind und tatsächlich eine Frage des Überlebens. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den Blick ein Stück weit zu weiten und langfristig zu denken. Und da stellt tatsächlich der Wechsel hin zu erneuerbaren Energiequellen eine riesige Chance dar. Nicht zuletzt, weil sie langfristig günstiger Energie produzieren werden und damit auch wieder zu einem Standortvorteil für Unternehmen in Europa und in Deutschland werden können.